Willkommen zurück zu Puzzle & Dragon Super Mario Bros. Edition. Boah, endlich habe ich diese blöde, schwere Mutant-Tyranna besiegt. Und das ohne ein einziges Continue zu verbrauchen. Ja, ich habe jetzt Tatsache noch 9 Continues. Ich habe jetzt nämlich eine neue Kampfstrategie ausprobiert. Sie macht immer diesen Giga-Pyramia-Sog und gegen den, immer wenn sie den macht, greift sie ja an und heilt sich. Das heißt, man muss sie besiegen, bevor sie den auch nur einmal macht. Sonst macht sie den nämlich immer und immer wieder. Und deshalb muss man sie gleich am Anfang besiegen. Also habe ich jetzt voll auf Angriffskraft und so habe ich sie dann gleich besiegt. Na bitte, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und ihr seht, der grüne Yoshi war sehr nützlich. Und der Basic Andreas hat auch irgendwas rausgefunden. Ich habe mich ja manchmal gewundert, dass da mal 3 oder mal 2,5 so unten dran stand bei den Kombos. Was genau war das noch? Moment, da ist noch ein Level zwischen Mutant Tyranna und Iggy. Okay, das habe ich gar nicht gesehen. Habe ich das... Wie konnte ich diesen einen Level, der da zwischen Mutant Tyranna und Iggys Schloss ist, wie konnte ich den übersehen, diesen Level? Naja, komisch. Naja, manchmal übersieht man halt was. Übrigens, was hat das mit diesem Mal 3 zu tun? Ich glaube, das wird dann irgendwie verdreifacht oder ich glaube, das bekommt man nur bei bestimmten Partnern, wie beim Yoshi dieses Mal 3 oder so. Ich glaube, beim Yoshi und beim Todd bekommt man dieses Mal 3 oder mal 2,5 oder... Oder irgendwie habe ich es immer noch nicht ganz verstanden. Muss ich Basic Andreas nochmal fragen. Okay, gut. Hier brauche ich scheinbar ein anderes Team. Übrigens, Basic Andreas, da ich ja eh gerade das Team umstellen muss. Ihr könnt es eh gleich hier sehen. Ich habe jetzt andere Partner, wie zum Beispiel einen Feuerbruder. Oder den da, den grünen Maxi-Paracoupa. Auch wenn ich Basic Andreas gesagt habe, er soll mir eigentlich nichts herumstellen, dass ich das aufnehmen will. Naja, hat er aber gemacht und im Moment... Irgendwo war doch noch ein... Ne, wo ist denn der Eisbruder? Ne, wo ist denn der hin? Naja. Habe ich eigentlich noch ein Team, das richtig eingestellt ist für diesen Level? Was, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was für Farben da drin sind. Okay, Moment. Habe ich E1? Nein. Moment. Nein, ich glaube, da muss ich ein komplett neues zusammenstellen. Gut, ich glaube, ich nehme eh gleich das. Oder nein, das ist gut. Das ist auch gut. Das leider auch. Ich glaube, das werde ich ein bisschen umstellen. Okay. Oder... Was für Farben? Jetzt habe ich schon wieder vergessen, welche Farben da nicht drinnen sind. Okay, Blatt und Stern. Blatt und Stern. Blatt und Stern. Okay, das heißt... Blatt und Stern. Das hat Basic Andreas alles rumgestellt. Blatt und Stern. Moment, wenn ich... Den jetzt... Da reinfüge, Blatt und Stern. Jetzt noch, jetzt ersetze ich noch den Käfer durch den da. Na bitte, ich glaube, das Team müsste gut sein. Ja, gut. Und jetzt noch den, obwohl Stern ist ja nichts, Blatt auch nicht. Dann nehme ich einfach mal, andererseits, nein, ich nehme den da, den Geist Luigi, genau. Gut, mit dem Team probiere ich es mal. Ich hoffe, dieser Level wird ein kleines bisschen leichter. Und übrigens, ich glaube, ich habe irgendwo im Internet gesehen, dass man Mutant-Tyranna auch als Partner haben kann. Ja, ich habe da irgendwas gesehen. Stimmt das oder habe ich mich da getäuscht? Aber ich bin mir eigentlich ja wirklich gesehen, dass man Mutant-Tyranna als Partner verwenden kann. Okay, dieser Level hat, wie man vorher schon gesehen hat, zum Glück wenig Sphärenfarben. Und in solchen Leveln kann man prima Continuous machen, weil man mit vielen Kombos ja so ein Abpilze dazu bekommt. Und diese Level sind auch meist leichter. Halleluja, Halleluja, ein leichter Level. Puh, okay, da oben ist jetzt wieder so ein verdächtig aussehender Block. Aber ich glaube, der war nur zu Zierde. Okay, gut, dann... So, gut. Hey, ein Glück.
Die blaue Seite siegt. Wasser löscht jedes Feuer, wie man so schön sagt. Ich habe jetzt leider nicht drauf geachtet, was die Aufgabe ist. So, das waren 6. Na bitte. Und eine Eisblume. Ist auch nützlich. Man weiß ja nie, wann man das brauchen kann. Okay, hier unten scheint. Oh, na, das ist natürlich nicht gut. So. Ich eliminiere jetzt mal so viele wie möglich weg. Moment mal. Ja, bitte. Heute habe ich aber Glück. Aber um ehrlich zu sein, diesmal bin ich sogar froh, dass da keine Continues drinnen sind. Denn mehr als 9 Continues kann man gar nicht haben. Genau. Ich habe das mal ausprobiert und Tatsache, das geht gar nicht. Man kann nicht mehr haben. Das Maximum ist 2-stellig. Einstellig meine ich. Was rede ich denn heute für einen Schwachsinn zusammen? Na gut, da seht ihr dieses Mal 6,25. Ich glaube, das ist immer nur bei bestimmten Paar. Ich hab doch gesagt, diesmal möchte ich keine Continues. Das konnte doch nicht sein. Die ganze Zeit, als ich die ganze Zeit versucht habe, Continues zu machen, für die Mutant-Tyranna, da sind die ganze Zeit keine gekommen und ich musste mir die Blöcke verdienen. Und jetzt auf einmal, wo ich schon das Maximum habe, ihr seht, zweistellig geht nicht. Und jetzt, wo ich das Maximum habe, bekomme ich auf einmal 1. Das konnte aber nicht sein. Naja, was wollte ich gerade sagen? Wir sind aber echt schwache Gegner. Okay, irgendwas wollte ich doch gerade sagen. Was denn? Alter Schwede. So. Was wollte ich denn jetzt wirklich gerade sagen? Moment. Ach ja, dieses Mal 6,25. Ich glaube, das ist nur bei bestimmten Partnern. Ich habe das irgendwie selbst noch nicht ganz kapiert. Das weiß nur Basic Andreas, wozu das tut ist. Oder? Ich glaube, das erhöht die Angriffskraft dieses Mal irgendwas. Und das ist nur bei bestimmten Partnern. Oder ach, ich weiß es nicht. Ich habe es vergessen. So, gut. Ja, aber ich glaube, dann ist es irgendwie stärker. Ja, ihr seht, auf einmal ging es von 4-stellig zu 3-stellig hoch. Was ist denn das für eine Armee? Eine Armee von Goombas. Aber die Goombas sind ganz schön stark in diesem Spiel. Hier haben die Goombas auch mit dem Rempler einen sehr großen Auftritt. Okay, das ist dann aber ein extrem kurzer Level. Erstaunlich, wie schnell es zwischen leicht und schwer variieren kann. Aber das ist ja echt ein popeliger Level. Gut, dann haben wir ja. Aber andererseits, ich glaube, Iggys Schloss wird noch sehr schwer sein. Oh ja, die Koopalinge. Die sind nicht nur frech. Hack, die Super Mario Serie zu Super Mario Bros. 3 und Super Mario World. Das sind immer so witzige Auftritte. Ach, die würde ich euch echt empfehlen. Schaut mal auf YouTube, vielleicht findet ihr sie da. Moment mal. Denke ich mir doch, Entschuldigung. Bei dem Projekt schaue ich immer auf den echten 3DS und nie auf den Bildschirm. Denn mit dem Stift, so für Projekte, wo ich den Stift brauche, da schaue ich meist nicht auf den Bildschirm, sondern unten auf den echten 3DS. Denke ich mir doch, geht doch. Zum Beispiel bei Yoshi's New Island ist euch aufgefallen, da ist es immer mir gleich aufgefallen, für den Fall, dass es ruckelt und Überraschungsangriff. Was sind denn in dieser Waldwelt für verrückte Kombinationen? Zuerst, Moment, war es nicht vorher Flammenhund und Wiggler? Und jetzt auf einmal Flammenhund mit Flatter. Flatter haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Flatter, Wiggler ist ja eigentlich eine Raupe. So nennen sie es ja auch immer in der Super Mario World Serie. Raupe nennen sie den Wiggler immer in der Super Mario World Serie. Und, oh wei, jetzt ruckelt es leider ganz schön. Naja. Ach, blöd. Aber Wiggler ist ja eigentlich wirklich eine Raupe. Und, eine Raupe kann sie natürlich, wenn sie viel gefressen hat, entpuppen und zu einem Schmetterling werden. Und das ist dann Flatter. Flatter hatte ja einen so lieben Auftritt in Paper Mario Sticker Star. Und in der Super Mario World Serie sind die so brutal gezeichnet. Während sie in Paper Mario Sticker Star und auch hier so lieb aussehen. Ich meine, sieht doch nur mal an. Aber dass vielleicht der erste Flatter im Spiel auf einmal so eine Kombination mit einem Flammenhund ist. Aber ich habe mir jetzt einen stärkeren Flatter vorgestellt. Das war ja ein popeliger Gegner. Okay, und leider, ach
blöde Grafikfehler. Obwohl, Grafikfehler sieht das ja eigentlich nicht. Das sind Ruckler. Okay, alter Schwede. Ich habe gar nicht so richtig mitgezählt, aber ich habe ja extrem viel eingesammelt. Übrigens, jetzt scheint es wieder normal zu werden. Und was ich noch jetzt kurz sagen wollte, und zwar, Basic Andreas hat eben so eine goldene Kometenmünze oder so eine große Kometenmünze bekommen. Das habe ich vergessen zu erzählen letztes Mal. Goldene Kometenmünze oder riesige Kometenmünze. Wozu dient die? Ja, weiß ich ja. Okay, jetzt hat es zum Glück wieder aufgehört zu ruckeln. Aber das ist bisher noch nicht passiert. Dass es extrem geruckelt hat und sich dann auf einmal wieder einklingt, das ist bisher noch nicht passiert. Naja. Okay, gut. Jetzt haben wir die komplette Welt 5. Es war eine wirklich sehr, sehr schöne Welt. Aber jede Welt endet leider mit einem Cooperling. Diesmal Iggy Cooper. Der Zwilling von Lemmy Cooper. Und ein ziemlich frecher Rotzlöffel. Okay, hier sind scheinbar auch wieder neue Gegner. Und naja, wenn ich mir das so ansehe, sollte ich vielleicht doch lieber. Andererseits, nein. Gehen wir einfach in den Kampf. Moment, ich glaube, ich stelle das Team ein. Genau. Das nehmen wir. Und dann noch den Yoshi dazu. Der hat mir auch im Kampf gegen die Mutant-Tyranner sehr gut beholfen. Gut. Iggy und Lemmy sind übrigens Zwillinge. Das hat man eigentlich nur in der Serie erfahren. Wow! Ein Riesi? Moment, was ist das? Maxi-Knochenkäfer! Alter Schwede. Der ist neu. Den kenne ich bisher noch nicht. Der kam noch nie vor, der Maxi-Knochenkäfer. Der ist neu. Alter Schwede, der sieht aber stark aus. Ich glaube, ich sollte besser aufpassen. Genau, volle Angriffskraft besser. Der sieht nämlich stark aus. Ja, übrigens, es gibt was sehr Lustiges zu erzählen. Es gibt ja Käfer und Knochenkäfer. Okay, ein Glück hat bisher nichts Starkes gemacht. Was wollte ich sagen? Ach ja, es gibt ja die Maxi-Käfer. Die hatten ja ihren ersten Auftritt in New Super Mario Bros. U, dann später in Paper Mario Sticker Star und ich bin mir sicher, sie kommen auch hier wieder vor. Aber ursprünglich sollten die auch schon in einem New Super Mario Bros. Wii auftauchen. Und wisst ihr was? Die konnte man dann nicht erledigen. Aber sie bewegen sich da einfach nur und ihnen praktisch gesehen als Lifte und so. Aber wenn man sich reinhackt in Hacks von New Super Mario Bros. Wii, funktionieren die noch tip und top. Aber man hat sie nie eingebaut. Aber sie funktionieren. Sie funktionieren prima. Aber man hat sie halt nirgends eingebaut. So. Hey! Entschuldige mal, ich hätte mir jetzt. Naja. Gut, hier scheinen ziemlich viele knochige Gesellen zu sein, aber der Maxi-Knochenkäfer, der ist hier neu, den habe ich bisher noch nie gesehen, oder? Nein, der ist neu, den gab es vorher noch nicht. Da bin ich mir sehr sicher, dass es den noch nicht gab. Okay, doch noch was geworden aus dem Zug. Okay, der Level fängt aber, alter Schwede. Der Level fängt gleich an, als ich zuerst dachte. Ja. Ich habe jetzt erwartet, das wäre jetzt der voll starke Gegner, aber nein, den habe ich jetzt eigentlich recht schnell weggeputzt. So. Gut. Der Level ist doch leichter, als es zuerst wirkte. Okay. Ah, blödes Schutzschild, aber ich habe ihn trotzdem besiegt. Na bitte. Gut, was soll ich vorher sagen? Ach ja. Iggy und Lemmy sind Zwillinge, was ich an der Serie, aber die Serie ist super lustig mit den Cooperlingen. Da haben sie auch immer so lustige Rollen. Was ich nur etwas komisch finde, ist, dass dort keiner seine richtige Panzerfarbe hat. Da haben nur Wendy und Iggy ihre richtige Panzerfarbe. Lemmy, Larry und Ludwig haben dort nämlich alle grüne Panzer, was in den Spielen ja nicht war. Roy hat einen komplett pinken Panzer, obwohl er ja eigentlich so eine Mischung aus lila und pink ist. Und Morten hat einen lilanen Panzer statt einen grauen. Das fand ich ein bisschen doof, dass die alle die falschen Panzerfarben hatten. Aber ansonsten fand ich das echt lustig. Vor allem die Folge, wo sie den Müll rausbringen mussten. Und da Roy die Anne seine Küste arbeiten liegt und der vor allem in der Hängematte drin lag. Ach, das war lustig. Müsst ihr euch echt mal anschauen. Ist wirklich zu empfehlen. Die Serie ist einfach so komisch. Okay, jetzt gibt's was auf die Mütze.
Gut, und Iggy Cooper, eigentlich laut New Super Mario Bros. Wii ist ja Larry Cooper der Jüngste. Aber in der Serie heißt es, die Zwillinge Lemmy und Iggy wären die Jüngsten. Was ich aber komisch finde, gibt es bei Reptilien überhaupt so zweieige Zwillinge? Denn Lemmy und Iggy sehen sich ja, sie sehen sich schon ähnlich. Aber um ehrlich zu sein, wenn ich vermutet hätte, dass welche Zwillinge wären, hätte ich eher darauf getippt, dass Larry der Zwilling vom Lemmy wäre. Aber man sieht ja deutlich, das müssen zweieigige Zwillinge sein, aber irgendwie sehen sie nicht so aus. Meine, nein, falsch gesagt, gibt es bei Reptilien überhaupt zweieigige Zwillinge? Da gibt es doch nur eineigig, oder? Moment mal! Fällt mir der Sekunde. Sekunde mal. Okay, ein Moment mal. Maxi Steinbock. Oh, war ja der Normale, war ja schon so stark. Oh, oh. Mir fällt's jetzt erst auf. Tatsache. Fällt euch auf? Das ist ein herzloser Level. Gar keine Herzen. Aber ich mache mir welche. Ein bisschen schummeln geht ja immer. Ein Glück, dass ich den mitgenommen habe. Fällt euch was auf? Ich habe wirklich, das fällt mir jetzt erst auf. Ich habe ja noch gar keinen Dings gesehen. Gar keinen... keine Herzsphäre, oder? Der ist doch herzlos, oder? Der Level? Also ich habe keine Herzsphäre bisher gesehen. Alter Schwede. Oh weia. Der hat aber viel Verteidigung, der Maxi Steinbock. Wie viele Maxi-Gegner, die es bisher noch nicht gab, kommen denn hier vor? Okay, Gift ist hier gut. Gift, Gift. Alter! Oh, oh. Alter Schwede, ein Glück, dass ich so viel Continues habe. Poh, ho, ho, ho. Aber der Level scheint wirklich herzlos zu sein. Gut, Vollkraft. Ich muss den jetzt besiegen. Ja, Gift bringt was. Ja, gut. Mehr. Der verbraucht meine ganzen Continues. Gut. Los, mehr. Oh, weia, jetzt erledige ich mich schon wieder. Oh, weia, der Maxi-Steinblock. Wie viele Maxi-Gegner kommen denn hier jetzt eigentlich vor? Da sind jetzt aber echt eine Menge verrückter Gegner. Der Flatter- und Flammenhund. Verrückte Kombinationen. Oh ja, Luigi Time. Gut. Ja, nicht schlecht. Da muss aber Gift dazu. Gift. Genau, das ist schon besser. Gut. Volle Power. Hahaha. Das ist immer noch nicht gut genug. Oh. Ah, Mist, ganz knapp. Aber hier sind echt gar keine Herzen dabei. Gut. Boah, mit einem Angriff habe ich den jetzt besiegt. Na bitte, und eine Sternenmünze. Aber was ist eigentlich wirklich diese große Kometenmünze, von der ich vorher erzählt habe? Naja. Kann man. Da vorne ist schon der Iggy? Das ist aber ein extrem kurzer Level. Aber soll mir recht sein. So. Putz mal die mal weg. Ein Bumerang-Bruder habe ich jetzt übrigens auch im Team, aber wie ihr ja vorher schon gesehen habt, war der irgendwie weg. Okay. Hopsa. Und mehr. Bitte nicht erledigen.
Ein Glück. Gut. Jetzt hat er irgend so eine Giftwechselattacke gemacht. Okay. Gut. Oh, war ja. Jetzt hätte ich Welle der Heilung machen müssen. Oh, und jetzt ruckelt's auch noch. Was? Was für eine Bildstörung. Okay. Das war jetzt dumm. Aber ich werde es noch schaffen. Gut. Gut, 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 gut. Jetzt den einen erledigen. Erledigen, erledigen. Ja, jetzt wird er aber erledigt. Sag ich doch. Neulich übrigens beim Versuch vorher Mutant-Tyranner zu besiegen, da war so ein kleines Fitzelchen an Energie noch übrig, da habe ich gedacht, es handelt sich um einen Scherz. Ja, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das wird unser Freund jetzt erledigen. Und dann ist Iggys Leibwächter... Oh, ist eh die Mehrzahl. Iggys Leibwächter... Geschichte. Okay, Iggy Cooper, komm her. Aber irgendwie kommt mir der Level ein bisschen kurz vor. Okay, da haben wir ihn. Iggy sieht um ehrlich zu sein ein bisschen doof aus. Hey! Oh. Na toll. Okay, Frage ist, ob ich den jetzt mit den paar Continues die noch abschaffe. Aber, nachdem der Level ja bisher so leicht war, glaube ich, um ehrlich zu sein, schon. So. Gut, er ist grün und mir fällt jetzt erst auf, der hat ja eine extrem kurze Leiste. Was bist denn du? Zeitraubzauber? Zwei... Hey, das ist aber unfair. Aber wenigstens besser als wenn er angreift. Und das war eh nicht schlecht. Aber was ist denn das für ein Schloss? Die bisherigen Cooperlinge waren alle so schwer. Und Iggy, ich meine, sogar Lemmy. Lemmy, dein Zwillingsbruder, der sogar kleiner ist als du, hat mehr drauf. Was bist denn du für ein Weichei? So. Ah, Mist. Oh, Moment, der Zauber wirkt immer noch. Oh. Was machst du? Iggys Orkan? Okay. Hey, Herzfern! Danke! Ah, Mist, das hat jetzt nichts gebracht. Bitte mach... Ich habe nicht gesagt, dass du das machen sollst. Ah, so knapp! Naja, aber der produziert uns wenigstens Herzfern. Aber irgendwie dumm ist er schon. Aber seht ihn doch mal an. Welcher sieht eigentlich am dümmsten aus? Iggy, Morten oder Roy? Gut, aber ich glaube, dass diesen Kampf, den werde ich gewinnen. Denn die Lage sieht, um ehrlich zu sein, besser aus, als sie... Ja, die Situation sieht... Naja. Oh! Nein, nicht! Ein Glück. Das war jetzt aber wirklich nicht stark. Was ist denn Iggy eigentlich für eine... Nein, das Wort sage ich nicht. Ich weiß nämlich, um ehrlich zu sein, gar nicht, ob das kindgerecht ist. Ich möchte ja meine Let's Plays immer schön kindgerecht machen. Aber das Wort habe ich gar nicht gewusst. Bei dem Wort, das ich gerade sagen wollte, weiß ich, um ehrlich zu sein, nicht, ob es kindgerecht ist. Okay. Iggy Cooper. Aber um ehrlich zu sein, in der Serie ist er viel kleiner. Kommt mir das nur so vor? Oder ich glaube, in der Serie ist er kleiner. Okay. Naja, jedenfalls, aber in der Serie kommt er mir wirklich kleiner vor. Da ist er nur ein bisschen größer als Lemmy. Aber hier ist er ja ein viel größer als Lemmy. Naja. Was er auch immer macht, dieser Kampf scheint leicht zu sein.
Gut, Moment. So, 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 so. Gut, gut, gut. Gut, oh weia. Aber ich habe ja hier keine Herzfärben. Naja. Oh weia. Aber von dem Schloss hätte ich mir jetzt wirklich mehr erwartet. So. Gut. Ja, ja, das schaffe ich schon. Mach jetzt bitte das... Nein, ich habe eigentlich erwartet, dass du das Dings machst. Hartnäckiger Bursche. Aber das schaffe ich schon. Das schaffe ich schon. Gut, 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 gut. Hey, bei den vielen Blättern hätte ich mir jetzt aber schon was Besseres erwartet. Okay. Ich hoffe, ich krieg bald wieder die Welle der Heilung. Übrigens, mir fällt gerade auf, der hat ja das, was er da macht, hat er dieselben, hat er denselben Effekt wie die Welle der Heilung. So. Läuft aber recht gut, der Kampf. Hätte ich mir jetzt von dem Schloss wirklich etwas Stärkeres erwartet. Naja. Vielleicht ist Iggy auch einfach etwas doof. Und deshalb ist er so schwach. Hey, also bitte. Okay, ein Glück. Okay, Moment. Da habe ich jetzt einen Plan. So. Gut, 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 gut. Volles Wasser. Aber... Naja, wie soll ich sagen? Es könnte besser laufen. Das konnte aber nett sein. Puh, komm, schaffe ich das noch? Übrigens, Moment mal. Iggys Panzer. Ich habe ja vorher schon erwähnt, dass er in der Serie eine falsche Farbe hat, aber der ist doch gerade blau oder wirkt das nur durch den Schatten so? Entschuldige mal, Iggys Panzerfarbe ist grün. Iggys Panzerfarbe ist grün. Oder ich glaube, das wirkt jetzt nur durch den Schatten so. So. Na bitte, ein guter Angriff und das war's mit Iggy. Na bitte, okay, ich habe zwar viele Continues verbraucht, aber letztendlich war dieser Level eigentlich sehr leicht, oder kam mir das nur so vor? Nein, obwohl der Level herzlos war, war das ein leichter Level, ja wirklich. Okay, und der Part ist schon recht lang, aber ich glaube, nein, den werde ich nicht aufspalten. Das passt schon so, aber der Level, der war jetzt echt, leicht. Ich hätte mir jetzt von Iggy Cooper mehr erwartet. Naja, aber er ist der Jüngste. Aber Lemmy hingegen ist auch so jung, weil sie ja Zwillinge sind. Aber, naja, irgendwie schon komisch. Okay, schöne Landestation. Die ist da hinten, sieht schön aus. Und, oh mein Gott, Iggys Luftschiff sieht mit der Brille. Aber ich glaube, das ist jetzt nur eine Spiegelung vom Licht. Aber Iggys Raumschiff sieht noch dämlicher aus als er selber. Naja, wir gehen im nächsten Part in Iggys Luftschiff.